Herzlich willkommen zur Update-Schulung heute. In NetXP-Vereinen wurden die Listenkomponenten neu erstellt. Das bedeutet also, wir haben jetzt hier eine neue Listenkomponente verarbeitet, nennen wir es mal so. Und diese neue Listenkomponente, die kann also viel mehr als die, die wir vorher verwendet haben. Wir haben beim Einbau dieser neuen Listenkomponente ganz extra darauf geachtet, dass sich die Anzeige jetzt nicht zu stark ändert. Das heißt also, es sollte sich natürlich jeder immer noch in NetXP-Verein zurechtfinden. Und das ist auch so ganz wichtig. Ja, ein paar Sachen haben sich aber natürlich trotzdem geändert. Und die größte Änderung meines Erachtens nach ist dieser zentrale Suchtext hier. Und dieser zentrale Suchtext, der funktioniert über alle Mitgliederspalten, die ich unten sehe. Und hier sollte man vielleicht einmal aber nochmal von ganz vorne beginnen. Und zwar, wie kann ich mir denn Spalten in diese Mitgliederliste hier übernehmen? Und das ist, wie gesagt, ganz einfach. Man klickt eben auf dieses Zahnrad hier, das ja für Einstellungen steht, für Eigenschaften. Und wenn man auf dieses Zahnrad hier ganz rechts draufklickt, öffnet sich jetzt ein kleines Fenster. Sie haben in dem kleinen Fenster die Möglichkeit, hier nach Feldern zu suchen. Man hat natürlich eben auch die Möglichkeit, wie wir das vorher schon kannten, dass man sich ein Feld hier raussuchen kann. Und kann dann dieses Feld mit gedrückter linker Maustaste an einen beliebigen Ort in der Mitgliederliste ziehen. Und dazu haben wir zwei Zeilen. Das eine sind die sogenannten Spalten, also die sogenannten Felder, Feldüberschriften. Sie sehen, wenn ich das ziehe, erscheint so ein weißer Pfeil und anstelle dieser weißen Pfeile erscheint dann das Feld, wenn ich das auslasse. Also das ist ganz easy, dass ich so Felder einfüge. Oder eben auch verschiebe. Will ich jetzt aber zum Beispiel gruppieren, also jetzt beispielsweise nach einer, was gruppieren wir denn? Wir gruppieren nach Beitragsnamen. Also ich will jetzt halt eben, ich könnte diese Beitragsnamen hier jetzt über die normale, wie soll ich sagen, über dieses über eine Spalte eben mir einblenden. Ich kann aber auch, wenn ich will, dieses nach dem Beitragsnamen gruppieren. Das schaut dann folgendermaßen aus. Ich ziehe das eben, na, Beitragsnamen ist jetzt ein blödes Beispiel. Machen wir jetzt mal nicht. Ich gruppiere jetzt mal nach Alter. Ist völlig wurscht. Ich ziehe das Alter meiner Mitglieder jetzt eben nicht in diese Feldüberschrift, sondern ich ziehe das Alter meiner Mitglieder jetzt eine Zeile höher in die Zeile, in der steht, ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesem Bereich, um nach dieser zu gruppieren. So, und wenn ich das mache, dann wird das Ganze eben automatisch nach dem Alter Ihrer Mitglieder gruppiert. Ich sehe zum Beispiel, ich habe 26 18-Jährige, 16 19-Jährige, 27 20-Jährige. Und auch hier wird dann die Arbeitsweise ein wenig anders, denn vor jedem Alter ist es ein Pfeil und wenn ich auf den draufklicke, wird also das Ganze entsprechend geöffnet. Und so kann man also diese Gruppen öffnen oder aufklappen und wieder zuklappen. Wenn Sie alle Gruppen auf einmal aufklappen wollen, klicken Sie hier oben auf dieses offene Buch. Wollen Sie alle wieder zuklappen auf das geschlossene Buch. Wollen Sie diese Gruppierung entfernen, nehmen Sie die Gruppierung einfach entweder als Spaltenüberschrift hier rein oder Sie ziehen die nach oben weg. Und in dem Moment, in dem dieses schwarze Kreuz erscheint, wird diese Gruppierung oder dieses Feld eben ausgeblendet und wird also wieder in dieses kleine Fenster hier hereingeschoben. Ja, wie gesagt, das ist dieses ganz einfache Einfügen von Feldern oder Gruppieren von Feldern. Damit sind wir mit dem schon mal durch. Ja, und wie gesagt, jetzt zu diesem Suchtext hier. Dieser Suchtext ist ein Universalsuchtext. Das heißt, früher habe ich entweder einen Namen gesucht oder einen Vornamen gesucht. Jetzt kann ich nach allem suchen und zwar in einem einzigen Feld. Auch in Straße, Ort, IBAN, in jedem dieser Felder, die ich hier unten reinziehen kann, kann man jetzt eben
suchen. Das geht unglaublich schnell. Also ich habe hier einen Testverein mit fast 900 Mitgliedern und die kann ich also in absoluter, also schon fast null Zeit, kann ich die also hier jetzt eben suchen. Natürlich, wenn ich will, kann ich mir vorübergehend dieses Feld auch ausblenden. Dieses Suchfeld, dazu klicke ich auf dieses X hier. Habe ich eventuell unten für die Mitglieder etwas mehr Platz. Wenn man dieses Suchfeld wieder einblenden will, drückt man Steuerung und die Taste F wie Friedrich. Ja, macht jetzt vielleicht in dieser Mitgliederliste übrigens nicht ganz so viel Sinn. Wo es aber dann richtig Sinn macht, ist jetzt zum Beispiel später in der Buchhaltung. Das heißt also im Journal, in meiner Journalansicht. Schauen wir mal, Buchungen, Journal. Hier könnte ich im Journal ja irgendwas einstellen und mir eben am Bildschirm anzeigen lassen. Auch hier habe ich jetzt eben eine Suchmaske und die sucht mir alles überall. Also in allen Feldern, die ich sehe, kann ich eben hier suchen und das macht halt wirklich, wirklich viel Sinn jetzt hier an dieser Stelle. Wir haben auch ganz genau darauf geachtet, diese Liste immer wieder gleich aussehen zu lassen, damit eben ja hier eine Kontinuität reinkommt. Das heißt nicht, dass diese Liste jedes Mal anders aussieht, sondern die schaut immer gleich aus. Natürlich sind die Spalten, die ich hier zur Auswahl habe, natürlich durchaus unterschiedlich, aber die Arbeitsweise innerhalb der Liste bleibt immer gleich. Und noch etwas ist neu, und zwar, sobald ich hier etwas filtere, sobald ich also hier etwas filtere, wird mir automatisch hier unten ein Ergebnis immer angezeigt. Also das ist das allererste, oder das ist auch nicht das allererste, sondern das ist also auch etwas, das einem relativ schnell auffällt. Hört mich noch irgendwer? Hallo? Hört mich wieder wer? Ja, Aber ich war jetzt weg, oder? ja. Ab wann ungefähr? Kurz Naja, nach nicht mal dem Summe. Kopieren. Wie bitte? Nachdem Sie gesagt haben, dass Sie unten etwas sehen, diese Ergebnisse sehen. Danach, da war, kurze Zeit später, war der Ton weg. Okay, ja, komisch, ich habe es gerade gelesen in dem Statusfenster von GoToMeeting, dass die Audioverbindung unterbrochen wurde. Aber okay, machbar weiter. Mein Sowas. Name ist Oswald, bin jetzt per Telefon zugeschaltet. Ach so, ah, okay, jetzt hören wir uns, ja. Okay. So, also wie gesagt, an der Stelle hier unten sehen wir immer also die Zwischenergebnisse nach unseren jeweiligen Filter oder nach unseren jeweiligen Suchvorgängen. Ja, was hat sich in dieser Ansicht noch alles verändert? Noch verändert hat sich, und das ist das Erste, das mir zum Beispiel aufgefallen ist, sind zwei Sachen. Einmal hat sich natürlich verändert diese Zeile hier. Hier wurden früher ja nur leere Felder angezeigt. In der Zwischenzeit jetzt wird eben hier was anderes angezeigt, und zwar entweder ein ABC oder ein Ist-Gleichzeichen oder was gibt es noch? Na, ich sehe es nicht. Bei einem Austrittsdatum, nein, auch ein Ist-Gleich und bei Checkfeldern glaube ich auch ein Ist-Gleichzeichen. Dieses hier unten soll Ihnen helfen, besser filtern zu können. Denn egal, ob es sich jetzt um eine NetXP-Verein eigene Spalte handelt, also eine Spalte, ein Feld, das von Anfang an in NetXP-Verein schon vorhanden ist, oder ob es sich um ein Feld ist, das Sie selbst erschaffen haben im Bereich eigene Felder, es ist also völlig egal, mit dieser Zeile können Sie in jedem Feld einzeln filtern. Und zwar funktioniert das folgendermaßen.
Sie klicken in einem Text beispielsweise, also ich mache jetzt mal hier bei der Straße, klicke ich mal auf dieses Symbol und kann dann eben einstellen, ist gleich. Das heißt, der Wert, den ich dann hier in diese Zeile reinschreibe, der muss in der Straße erscheinen. Zum Beispiel so, Brunnen 8. Dann muss das genau so drinstehen. Das ist bei ist gleich. Dann gibt es aber noch was Ähnliches, enthält und dann unten, dann wäre natürlich Brunnen auch mit dabei. Also das ist dann dieser sogenannte Enthält-Filter, ist übrigens auch der Standardfilter. Man kann auch sagen, enthält nicht. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich habe zum Beispiel hier unten eine Straße mit EYS, wenn ich sage, ich suche alle Straßen außer die mit EYS, dann finde ich auch alle, nur die eben EYS enthalten, werden mir nicht angezeigt. Und so weiter und so fort. Also es gibt dann ähnelt, ähnelt nicht, beginnt mit, endet mit, ist größer als oder gleich, kleiner, kleiner gleich, ist nicht leer oder ist leer. Gerade diese beiden Felder hier unten oder diese Filterfunktionen sind für mich persönlich ganz wichtig. Beispielsweise, schauen wir mal, ich zeige Ihnen mal jetzt mal ein Beispiel. Ich wähle jetzt mal das Feld IBAN, das füge ich mir hier ein, was natürlich viel schneller geht, ist, wenn ich nach dem suche und hier einfüge. Und jetzt will ich zum Beispiel nur Mitglieder angezeigt haben, von denen ich keine IBAN besitze. Das bedeutet, ich würde also hier raufklicken und sagen, ist leer. Jetzt sehe ich meine Mitglieder, die von denen ich eben keine IBAN besitze. So schnell geht es. Und Sie sehen auch sofort, das ist also hier eben ein Filtersymbol, dass man eben auch sofort sieht, okay, es ist gefiltert. Was dann eben auch noch auffällt, in dem Moment, in dem ich also eben so einen Spaltenfilter anstelle, sehe ich hier unten, dass in dieser Zeile hier unten, ganz unten links, dass in dieser Zeile eben mitgeschrieben wird. Dieser Filter wird hier mitgeschrieben. Und wenn man auf diese Zeile draufklickt, dann sehen Sie also auch, was hier alles, oder machen wir hier, Entschuldigung, klicken wir nicht auf die Zeile, sondern wir klicken in dieser Zeile ganz rechts hier auf den Punkt Filter bearbeiten. Denn an dieser Stelle hier jetzt könnten Sie jetzt wirklich einen komplexen Filter aufbauen und dann unten übernehmen. Das bedeutet, wir könnten zum Beispiel sagen, ich will, dass das Alter nicht gleich ist, sondern größer als zum Beispiel 18 und das Alter gleichzeitig kleiner ist als 50. Jetzt würden mir also praktisch alle diejenigen angezeigt, deren Alter, na, jetzt muss ich Bedingungen hinzufügen, so ist es. Alter ist, machen wir es mal so, Alter ist größer als 18 und gleichzeitig sollte das Alter kleiner als 50 sein. Das sind also jetzt all diejenigen, die zwischen 18 und 50 Jahre alt sind. Und also auf diese Art und Weise, da kann man immer nur sagen, neue Gruppe hinzufügen oder eben ja, neue Bedingungen hinzufügen oder eine neue Gruppe hinzufügen. Da kann ich eben sagen, also diese will ich jetzt löschen wieder, also entweder 18 oder 50 und dann stelle ich da ein, oder die sind im Alter, sagen wir mal einfach mal, größer als 60 oder vom Alter her kleiner, oh leck, kleiner als 65. Also so ganz komplexe Filter könnten wir hier eben entsprechend anwenden. Das ist eben jetzt mal geschaffen für alle die, für die diese Standardfilter schon immer zu klein waren. Da gibt es also ein paar Profis, die würden hier wahnsinnig gerne mit riesen Filtern arbeiten. Das ist also jetzt möglich. Diese Filter kann man jetzt aufbauen und diese Filter kann man übrigens also auch speichern. Die muss man also nicht immer wieder machen. Eine Frage dazu. Bitteschön. Was passiert, wenn ich jetzt diese Ansicht zumache und wieder zurückkomme in diese Ansicht? Sind dann die Filter wieder auf Null gesetzt? Ja klar, dann ist der natürlich wieder weg, der Filter, ist logisch. Das war aber okay, schon immer der so. Der wird dann in dem Moment automatisch zurückgesetzt. Ganz genau.
Alles klar. Okay. Ja, aber wie gesagt, also an der Stelle sei es mal erwähnt, dass wir natürlich eben die Möglichkeit haben, sogenannte Filter zu speichern. Wir können eben, wenn wir so einen Filter erstellt haben, hier immer auswählen, neuen Filter hinzufügen, also hier oben rechts. Dann wählen wir mit dem grünen Punkt, können wir eben dann diesen Filter entsprechend speichern. Das heißt, ich kann jetzt halt eben Alter von 18 bis 50 und 60 bis 65. So soll der Filter heißen. Ich kann dann hier noch einstellen, für welchen meiner Mitbenutzerkollegen eben dieser Filter verfügbar sein soll. Das kann ich jetzt machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, den sollen bitte auch der Kassier Tennis sehen, diesen Filter, und wer noch? Und der Spartenleiter, irgendein Spartenleiter, kann ich dann übernehmen. Und jetzt ist eben dieser Filter entsprechend gespeichert und kann dann eben immer wieder gewählt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt auf die Mitgliederliste gehe, wird dieser Filter eben zurückgesetzt. Und wenn ich mir dann oben diesen gespeicherten Filter eben auswähle, dann wird dieser vorher gespeicherte Filter eben sofort wieder entsprechend angewandt. Man kann sich auch zwischendurch immer mal so einen Filter ausschalten. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, indem man hier unten einfach auf diesen Haken klickt, dann wird also für eine ganz kurze Zeit dieser Filter eben wieder entsprechend deaktiviert. Ja, das ist schon mal alles ganz toll. Jetzt noch zwei, drei Sachen. Ebenfalls neu ist die Funktion, dass man eben hier diese Filter in jeder Spalte noch einstellen kann. Das heißt, ich kann also hier in jeder Spalte eben bestimmte Werte, die in der Spalte kommen, anhaken. Zum Beispiel will ich jetzt mal alle Augustin sehen und alle Arndt und alle Balzer und alle Bartel. Sie sehen, also ich kann hier mehrere anhaken. Ich kann natürlich auch nach diesen Namen hier suchen, um eben dann später das Ganze anzuhaken. Das macht natürlich hier auch später in der Buchhaltung natürlich deutlich mehr Sinn. Können wir uns mal vielleicht ganz kurz anschauen. Ich gehe jetzt mal in das Journal, suche nochmal danach und hier stehe ich jetzt eben drin. Und dass ich mir zum Beispiel sage, okay, ich will jetzt mal hier bei den Buchungspartnern sehen, schreibt mir E.ON, glaube ich, oder? Ist die Ressource Kessel? Nein, ist es nicht, glaube ich. Das wäre dann nämlich der nächste Punkt. E.ON schreibt klein E, groß O, klein N. Ja, ich habe es eigentlich gerade gesehen und nehmen wir mal einfach 1U1, ist einfacher, glaube ich. So, dass ich sage, okay, ich will also jetzt zum Beispiel 1 und 1 haben. Kann ich jetzt da herin filtern. Könnte ich jetzt natürlich auch direkt reintippen. Ich kann natürlich hier auch noch weitere beliebig hinzufügen, wie gesagt. Also ich sage, entweder 1 und 1, Albers Julia oder Altmann Mathilda, jetzt einfach mal als Beispiel. Also sowas in der Art. Und natürlich kann ich dann hier auch immer auf Textfilter umschalten, dass ich sage, beginnt mit, endet mit, enthält, ist leer, nicht leer, Benutzer definiert. Erstens einen Wert auswählen, zweitens einen Wert auswählen. Also das geht dann schon sehr weit und jemand, der das liest und auch braucht, der wird wissen, wie das dann funktioniert. Denn da ist man dann schon sehr tief in dieser Filterwelt versteckt. Ja, also wie gesagt, diese erweiterten Spaltenfilter gibt es eben jetzt auch noch. Und was auch jetzt inzwischen ist, und wie gesagt, also hier unten kann man immer diese Filter dann rauslöschen oder auch zurückgehen. Sehen Sie, erst habe ich gesagt, Filter nach 1 und 1 Telekom und dann habe ich eben eingestellt und später dann 1 und 1 Telekom und Albers Julia und hier kann ich das also auch wieder zurückgehen, diese Schritte, die ich eben vorher gemacht habe. Ja, wie gesagt, ich kann diese Filter auch wieder ausschalten hier unten und dann sind die wieder weg. Ja, dann noch zwei Sachen. Einmal habe ich jetzt oder haben wir jetzt deutlich mehr Möglichkeiten, wenn wir also mit der rechten Maustaste arbeiten. Das heißt, wenn ich auf eine Spaltenüberschrift oder auf eine Feldüberschrift mit der rechten Maustaste klicke, dann kann ich eben hier wirklich wählen, aufsteigen, sortieren, absteigen, sortieren, Sortierung entfernen, alle Sortierungen entfernen. Ich kann hier einstellen, nach dieser Spalte gruppieren oder das Gruppierungsfeld ausblenden.
Also das ist das mit dieser ziehen Sie Spaltenüberschrift hier rein. Ich kann eine Spalte entfernen. Ich kann die Spaltenauswahl, sprich dieses Zahnrad hier oben öffnen. Ich kann auch auf optimale Spaltenbreite einstellen. Ich kann auch hier, wenn ich will, alle Spalten auf optimale Spaltenbreite einstellen. Dann kann ich eben hier alle Filter entfernen, die ich jetzt gerade vorher gemacht habe, oder eben die Suche hier oben ausblenden oder versteckte Autofilterzeile ausblenden. Sie sehen also, ich kann hier alles Mögliche ausblenden und damit maximal Platz schaffen, sage ich jetzt mal. Und natürlich kann ich mir das Ganze also auch wieder hier drinnen anzeigen. Kann ich das Ganze also auch wieder einblenden. Ja, Sie sehen, das Ganze macht jetzt deutlich mehr Sinn. Also es ist jetzt deutlich professioneller, deutlich moderner, das Ganze. Und soll Ihnen natürlich also auch mit seiner ganzen Modernität einfach nur helfen, diese täglich anstehenden Arbeitsschritte eben deutlich zu erleichtern. Und eins will ich Ihnen auch noch mal zeigen, was ganz interessant ist, was also jetzt absolut problemlos funktioniert. Das ist die Möglichkeit, dass ich jetzt, egal wo ich bin, ganz egal wo ich bin, kann ich verschiedene Zeilen jetzt markieren. Und diese Markierungen funktionieren jetzt besser wie früher, und zwar mit diesen Häkchen hier, die wir ja schon immer hatten. Und man kann diese Häkchen jetzt entweder einzeln durchklicken oder über Klicken und Ziehen setzen. Was eben aber hier ganz praktisch ist, ist, dass man, egal was man hier macht, kann man eben hier, und Sie sehen, das funktioniert überall gleich, kann man jetzt hier mit der Tastenkombination Steuerung C so einen Block kopieren. Und dann, ich sage jetzt mal einfach als Beispiel, Excel öffnen und diesen Block dann mit der Tastenkombination Steuerung und V eben in einer Excel-Liste kopieren. Und das geht eben aus allen Tabellen raus. Ich kann die also jetzt, ich könnte die jetzt auch noch Word kopieren, also in Word einfügen zum Beispiel. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel hier meine Ergebnisliste im Journal. Ich will die jetzt nach Excel transportieren, weil ich hier vielleicht einen Durchschnitt oder irgendwas ausrechnen will. Sag Steuerung C und in Excel dann Steuerung V. Und ich habe also dann hier diesen Teil des Journals kopiert und dann eben entsprechend in Excel eingefügt. Also das heißt, wir müssen nicht mehr exportieren und importieren, sondern es reicht jetzt einfach Steuerung C, Copy, Steuerung V, Paste, einfügen, Copy und Paste. Ja, das war jetzt diese neue Listenansicht. Gibt es dazu noch Fragen? Sie haben noch unten exportieren drin. Wenn Sie da jetzt, Sie haben jetzt ja schon hier vorne einige markiert, wenn Sie jetzt sagen würden, Liste exportieren, dann wird die Gesamtliste exportiert. Was? Dann wird die Gesamtliste, also diese 1230 Zeilen würde er dann exportieren. Oder einfach nur woanders drauf. Wäre es denn nicht einfach mal ein Hinweis oder ein kleiner Entwicklungstipp, dass man, wenn man aus Liste exportieren geht, da eine Abfrage kommt, Gesamt oder Markierung und wohin? Excel oder Word? Dass man das dann in einem kleinen Fenster nur anhakt, okay, und dann haben wir das alles da. Dann brauchen wir nicht markieren oder Steuerung, Copy, Steuerung V, Excel aufrufen und das da wieder alles einfügen. Ja, kann ich gern weitergeben. Also kann ich, wie gesagt, gern weitergeben, dass wir so einen Auswahldialog erweitern, das sollte kein Problem sein. Mhm. Okay. Dann habe ich noch eine andere Frage. Darf ich mal die Maus haben? Achso, oben bei Buchung, wenn Sie das mal aufmachen. Ja, bin ich. Da sind, ja, machen Sie mal auf. Buchen, wo war das? Das war bei Buchungskontrolle. Ja, Buchungskontrolle mal aufmachen. Kann man dort, ach nee, da ist das Valuta-Datum drin, dann war das in einem anderen Buchungslisten. Irgendwo war es jedenfalls drin oder bei Rechnungen war es drin. Da sind dann mehrere da, wo dann heißt offene Mahnungen oder Mahnungen für offene Fälle. Das ist die Abteilung Rechnungen. Genau, dass man da
Aha, da ist jetzt ja das Das können Sie sich ausziehen. Rechtsdatum, Sie können, Buchungsdatum ja sagen da Sie, drin, auch okay. hier können Sie, also jetzt hier, jede Spalte, die es hier drin gibt, können Sie eben jetzt anpassen, wie Sie wollen. Sie Ja, können es ja, jetzt ja, ja. hinschieben, wie Sie lustig sind, ja. Also das ist richtig. Mir ging es nur darum, dass das Datum nicht drin gewesen ist. Dieses Zahl war bis Datum. Nein, 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 nein. Jetzt haben wir ja schon Rechnungsdatum haben wir da drin. Mir ging es einfach nur darum, dass wir das Jahr da drin haben. Und dann habe ich die Patienten oder die Menschen, die zahlen müssen, für das Jahr selektiert. Dann kann ich sagen, aha, die sind alle für das Jahr 2018, da sind noch ein paar übrig. 2019 interessiert mich jetzt, die will ich jetzt bearbeiten. Und Warten Sie das mal, kann man da oben hier oben. stellen. Zu erstellende Mahnung, gehen Sie da nochmal rauf. Ja, ist jetzt auch alles drin. Alles klar, okay, gut. Okay. Ja, Ja, weitere das Fragen? war heute Morgen nämlich noch nicht drin oder gestern noch nicht drin. Und das wollte ich heute Nachmittag Sie mal fragen, ob man das da machen könnte. Okay. Ja, weitere Fragen? Ich Mir wüsste ist gern, wie die Filteroption ähnlich funktioniert. Das ist mir noch nicht ganz klar geworden. ähnelt, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, weil ich bin kein so ein Ähneltyp, ich bin mehr ein Genautyp. können wir uns aber mal ganz kurz anschauen. Enthält, na, ähnelt. Schauen wir mal. Wenn ich sage Mut, gut. Na, also ähnelt auch nicht. Also, wie gesagt, ich weiß es nicht, was dieses Ähnel sein soll. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Ich muss mir das auch mal ganz genau anschauen, was ähnelt oder ähnelt nicht sein soll. Okay? Ja, ich hatte nämlich die Hoffnung, wir haben so ein paar Mitglieder, die sich zum Beispiel mit Akzent schreiben. Und da hatte ich die Hoffnung, dass dann über diesen kleinen Strich hinweggesehen wird beim Filtern. Denn wenn ich den nicht mehr in Erinnerung habe oder mir den irgendjemand auf seinen Schmierzettel nicht mitschreibt, dann suche ich natürlich immer erstmal falsch. Schauen wir mal. Accent E. Heimané. In dem Fall aus der Frei. Frau Heimann ist jetzt eine Frau Heimané geworden. Schauen wir mal, wenn wir sagen, ähnelt. TV. Nein, also macht er auch nicht. Also ich habe Wie da gesagt, noch keine gescheiten Ergebnisse irgendwie zustande gekriegt, dass der ich mir auch nicht. irgendwas auswirft. Aber das müsste man uns, oder sollte man sich mal, oder muss man morgen mal anschauen, kann ich Ihnen nächstes Mal sagen, was dann der da alles rausschmeißt. Ja, gibt es sonst noch Fragen oder Fragen zu dieser neuen Ansicht? Mir ist gestern noch was aufgefallen bei den Mitgliedern, dass man ja nicht nur oben die Filter speichern kann, sondern auch in die Ansichten, wenn man speichert, den Filter gleich mitspeichern Das kann. ist richtig, ja. Das ist ganz hervorragend. Und zwar, wenn man jetzt inzwischen ist, danke für den Hinweis, hätte ich fast vergessen, wenn ich also jetzt hier eben noch einen Filter mit dazu speichere und dann hier jetzt eben diese Ansicht mir speichern will, dann habe ich also jetzt die Möglichkeit eben hier, dass ich nicht nur diese Ansicht speichere, also die Ansicht ist damit gemeint, diese Spaltenkonfiguration, sondern dass ich eben an der Stelle eben auch hier den aktuell gesetzten Filter mit speichern kann. Das heißt also, ich kann hier Filter und Ansicht speichern, was natürlich bei Geburtstagslisten jetzt zum Beispiel ein ganz großer Vorteil ist. Okay? Ich glaube auch ganz, ganz praktisch, ja. Weitere Fragen? Nett. Kann ich auch eine